galactic date 20XX. At the far reaches of space lies a planet on the brink of ruin. The planet's name? Copai. Due to a booming population, booming appetites, and a basic lack of planning, Copai's inhabitants have all but exhausted their food supply. Their only hope is to find another planet with edible matter. Accordingly, they send unmanned scout vessels called Sparrows out into space. To their dismay, the search is proving fruitless. Just as they're about to give up, the final vessel reports back with news of a miraculous discovery. They mobilize to investigate the planet, which they name PNF-404. Copai's last hope rests on three intrepid explorers. At last, the explorer's 279,000 light-year voyage nears its end. But as they initiate the landing sequence, something goes horribly wrong. Ja, ich begrüße euch damit herzlich zu unserem neuen Projekt zu Pikmin 3. Hier auf We Play Games for You. Ich bin Suevo und das war gerade das Intro. Jetzt geht's wohl mit der Beschreibung vom ersten Tag weiter. Bin schon sehr gespannt, das sah alles ja schon sehr gut aus. Find's allerdings ein bisschen schade, dass es keine deutsche Synchro gibt. Aber naja. Uff, was? Oje. Da werden wir schon von Pikmins erwartet. Diesmal geht's ja nicht mit Olima los, sondern mit drei verschiedenen Captains. Das werden wir ja auch noch während des Spielverlaufs sehen. Das hier ist also PNF 404. Der hier müsste der Charlie sein. Hier spricht Charlie, bitte komm. Charlie hier. Jetzt antwortet schon. Ja, gibt wohl nix. Keine Antwort, das ist nicht gut. Ich muss sagen, der sieht ja ein bisschen seltsam aus, wie so ein, weiß nicht, wie so ein kleiner Draufgänger, der aber ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hat. Hoffentlich geht's den anderen gut. Im Gegensatz zu mir sind sie den Überlebenskampf nicht gewohnt. Okay. Ich finde es auch sehr seltsam, wie er spricht. Das ist ja jetzt auch keine englische Synchro oder sowas, sondern einfach so typische Nintendo. Gefasel. Ich mache mich besser auf die Suche nach ihnen. Ist wahrscheinlich, das sieht richtig gut aus, muss ich sagen. Frage ist, was können wir denn jetzt hier genau machen? Also ich muss sagen, ich habe seit dem ersten Pikmin, und das ist, seitdem es rauskam, schon 100 Jahre her, kein Pikmin mehr gespielt. Das heißt, ich kenne zwar das Grundprinzip, allerdings werden mir wahrscheinlich dadurch, dass ich den zweiten Teil nicht gespielt habe, einiges... Ja, an Basisinformationen fehlen. Aber ich denke, das kriegen wir trotz allem hin. Noch mehr, noch mehr. Oh, da oben sind einen ganzen Haufen von denen. Was ist hier los? Oha, bin ich etwa in ihr Revier eingedrungen? Wahrscheinlich. Quasi, komm näher. ZR ist rufen. Okay. Okay, jetzt können wir hier hin. Okay, wir kriegen also jetzt gerade so ein bisschen Tutorial-Kram. Oh nein, ich bin umzingelt. Ah, werfen. Okay, jetzt können wir die Pikmin so werfen. Und jetzt? Die ist entlassen. Okay, was bringt uns das Entlassen? Okay. Das ist ja ein Ding.
Ich kann sie mit Hilfe von ZR rufen und dann durch Drücken von A werfen. Mit B entlasse ich sie. Ja, das haben wir doch gerade schon festgestellt. Ich weiß nicht, was entlassen bringen soll. Mit dir? Du willst nicht, oder? Ach du Kacke, ich muss sagen, die Steuerung ist jetzt nicht so geil. Ist ganz schön schwer. Weil wahrscheinlich ist das einfach nur Gewöhnungssache. Vor allem kann man die Kamera irgendwie auch gar nicht drehen, das ist auch saublöd. Und gleichzeitig bewegt man sich halt, während man, ja, hier zielen will. Das ist, sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich ehrlich sagen. Okay, ich denke aber mal, wir sollten hier die alle wieder mitnehmen. Kommen die alle wieder mit hier? Zack, zack. Wahrscheinlich können wir die hier oben jetzt aber auch bekommen, indem wir sie rufen. Ha! Habe ich mir doch gedacht, dass das funktioniert. Wie kriegen wir euch zwei? So, alles klar. Nehmen wir alle mit von denen. Die können wir sicher gut gebrauchen für irgendwelche Sammelaktionen. Aber ich muss sagen, ich bin von der Grafik positiv überrascht. Ich habe gedacht, das wäre schlimmer. Das sieht wirklich gut aus. Da kann man sich nicht beschweren. Ich denke, mit dem Werfen und Zielen und so gewöhnt man sich mit der Zeit dran. Hoffe ich zumindest, dass das ein bisschen besser wird. Okay. Haut rein. Macht ihr das ruhig kaputt. So soll es ja auch sein. Ich denke, das müssen wir auch so machen, damit wir dann da durch können. Frage ist nur, müssen wir alle kaputt machen oder sollten wir einfach nur ein paar kaputt machen? So, ihr könnt gerne wieder mitkommen. 15 Stück haben wir jetzt. Wir waren aber doch eben mal bei 20, oder nicht? Mit ihr? Mit euch drei noch? Okay, jetzt haben wir alle. So, dann gehen wir mal hier durch. Ich sollte mich hier umsehen. Zentriert, okay. Also kann man... Ah, okay. Kann man mit dem ZL aber auch auf jeden Fall, zusätzliche Pigments und sowas dann auswählen. So, jetzt sind es 30. Okay, das ist doch sehr gut. Jetzt kann man auch die Kamera drehen, das wird doch immer besser. Okay, was für ein riesiger Pilz. Ich denke, da gewöhnt man sich wirklich mit der Zeit dran. Fangt mal an, Leute. Kamera drehen ist schon mal gut. Anführer 1, Feld 30. Mhm. Ich meine, man hatte jetzt auch keinen Zeitdruck, dass man das irgendwie besonders schnell machen müsste oder so. So wie es aktuell aussieht. Von daher ist das ja kein Ding, wenn man da einen Moment braucht, um die Pigments so zu bekommen, wie man lustig ist. Aber ich wollte hier eigentlich noch gar nicht rein, glaube ich. Da links war doch irgendein Eiskram, aber ich weiß nicht, ob wir durch das Eis durch können. Sie folgen mir weiter. Okay, wir gehen erst nochmal zurück und gucken einfach mal, ob wir durch dieses Eis irgendwie durch können, das hier war. Okay, da werfen wir sie einfach nur gegen. Ne, die machen da nichts, okay. Dann geht das wahrscheinlich noch nicht. Nehmen wir euch wieder mit. Müssen wir uns hier erstmal so ein bisschen durchkämpfen und durchwuseln. Denke ich. Gut aufpassen, dass wir hier nichts verpassen. Aber die Grafik ist wirklich gut, da kann man gar nichts sagen. Das gefällt mir nicht. Mir auch irgendwie nicht. Angriff, Angriff, Angriff. Hier, tötet sie. Tötet sie. So, jetzt haben wir alle wieder, glaube ich. Oder? Ne, einer fehlt irgendwo noch da. Du sitzt doch da. Los, los. Ach man, was soll denn das? Wollt ihr immer noch nicht? Sollen wir sie mal werfen, eine Runde? Okay, das sieht doch gut aus. Oh, 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 der sieht größer aus. Oh, oh, oh. Da wird selbst dem, dem zu viel. Okay, Tag 1, 8.46 Uhr, Alf. Also jetzt wechseln wir zum zweiten Charakter scheinbar. Sehr interessant. Der wird bestimmt jetzt eine andere Farbe Pigments finden.
glaube, die gelben waren ja immun gegen Elektro. Und das hier sieht so ein bisschen aus wie ein Wassergebiet. Also werden wir wahrscheinlich die blauen Pigments bekommen, die immun gegen Wasser sind. Einfach mal meine Vermutung. Ja. Ich lebe noch. Ich glaube, das ist der Quotendrottel. Mal schauen, ob ich damit richtig liege. So, Alf. Deine erste große Mission als Schiffsingenieur auf der Drake. Und dann sowas. Bei der Landung geht etwas schief und wir müssen das Schiff verlassen. Hoffentlich geht es den beiden anderen gut. Und was ist mit der Drake? Ja, keine Ahnung, Kollege. So, müssen wir wahrscheinlich mit dir hier auch jetzt rumgucken und die Pigments finden, die wir brauchen. Oh, ne, rote kriegen wir hier. Waren rote nicht feuerimmun oder so? Was war das? Ja, der arme Alf. Okay, okay. Oh. Geht hier ab. Drei Stück. Das ist wieder dieses seltsame Wesen und es ist nicht allein. Geht denn da ab? Irgendwas hängt an diesem Ast fest. Okay, ist dasselbe Spiel. Man kriegt es aber nochmal erklärt. Ist aber ja nicht weiter schlimm. Was bewirkt das Ding jetzt? Was ist das? Leider ist das wohl keine für uns geeignete Nahrungsquelle. Aber wenigstens scheinen sich diese Wesen darüber zu freuen, was auch immer es ist. Okay. Was bringt es uns jetzt? Ein Scherbenhaufen, okay. Ah, wir müssen wahrscheinlich die Sachen da hoch transportieren. Oder so. Ah, oder wir bauen hier mit einer Brücke, okay? Das kann natürlich auch sein. Okay, das ist jetzt das erste Mal, dass wir so ein bisschen was transportieren müssen. So wie es aussieht. Ich sehe aber jetzt ehrlich gesagt auch keine weiteren Pigments. Können wir hier irgendwas machen? Nö. Ja, dann bauen wir mal die Brücke hier, kleinen Kalis. Hier unten drunter ist auch nichts. Ah, da hinten ist einer. Okay, haben wir noch einen mehr. Sehr interessant. Okay, immerhin einen, den wir gefunden haben. Frage ist, ob hier vorne vielleicht. Okay, kann man eh nicht mehr hoch, weil springen kann man nicht. Hätte ich nur mehr von ihnen, allerdings. Du hast recht, wo kriegen wir mehr von denen her? Seht uns leider keinen. Nur diesen einen einzigen. Aber ich meine, gut, der eine ist ja schon mal besser als keiner. Ah, da sind noch, oder? Sind das dieselben? Könnten auch dieselben sein. Geschafft, die Brücke steht. Also ich nehme mich wieder mit. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier über diese selbstgebaute Brücke gehen, beenden wir die Episode mal an dieser Stelle. Ich denke, das ist für die erste Episode ganz cool. Ja, geplant ist auf jeden Fall, dass heute und morgen sehr viele Episoden kommen. Also es wird nicht bei der einen bleiben. Ja, Comments, Wünsche und so weiter gerne gesehen. Und dann bedanke ich mich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zur nächsten Episode.